Hallo. So, wie angekündigt, jetzt mache ich ein Video, in dem ich alle Wörter nenne, die ich täglich benutze oder halt zumindest ziemlich oft benutze. Ich habe mir da mal eine Liste gemacht, damit ich nichts vergesse. Und zwar fange ich mal an, ganz einfach. Was ich auf jeden Fall jeden Tag sagen muss in der Arbeit ist Ohayou gozaimasu. Und zwar auch wenn ich jetzt hier meine Mitbewohner frühst treffe, dann sage ich auch Ohayou gozaimasu. Was ganz witzig ist, wie auch in Deutschland, ist ja klar, man sagt jetzt nicht jeden Tag Guten Morgen und ist super gut gelaunt, sondern man sagt halt auch mal Guten Morgen, Morgen. Und meine Arbeitskollegin zum Beispiel, die Maki-chan, sagt dann meistens halt auch Ohayou gozaimasu, Ohayou gozaimasu. Und ein anderer Kollege, der jetzt das Büro verlassen hat, der hatte seinen Platz immer ganz hinten, ne? Und ich hatte den dann auch relativ weit hinten den Platz. Und dann hat er vorne immer gesagt, Ohayou gozaimasu. Und bis hinten hat er eigentlich nur noch S gesagt. Und wir haben schon drüber lachen müssen. Und ich muss, also sobald er dann meinen Platz erreicht hat, habe ich sowieso nur noch S gehört. Habe dann auch immer nur so S zurückgeantwortet. Also, ja, Ohayou gozaimasu. Genau. Ja, also guten Morgen. Dann, was ich auch jeden Tag sage, wenn ich die Arbeit verlasse, wurde mir auch ans Herz gelegt von meiner Arbeitskollegin. Da hat sie mir auch vom ersten Tag an so einen Zettel aufgeschrieben, und zwar Otsukaresama des. Ja, Otsukaresama des ist. Also es ist ein bisschen schwer, das direkt zu übersetzen, weil es halt ein bisschen verschiedene Anwendungsfälle hat. Aber ich würde es jetzt mal sagen, meine Arbeitskollegin meinte, es ist eine Art Wertschätzung. I appreciate, ich wertschätze, dass du arbeitest oder die Arbeit. Man kann aber auch übersetzen vielleicht mit gute Arbeit oder Mensch, warst du fleißig. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt gehe und die anderen noch weiterarbeiten, sage ich Otsukaresama des. Also ich sage immer Otsukaresama des. Und mir wird dann auch geantwortet Otsukaresama des. Es gibt auch Otsukare, also die kurze Form. Aber Otsukare würde ich jetzt nicht in der Arbeit sagen. Also auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr Otsukaresama des sagt. Mein Chef hat mir so geantwortet, aber ist halt auch mein Chef, der kann halt dann machen, was er will. Also ich halt Otsukaresama des, er Otsukare. Oder bei Freunden ist es auch so, mit Freunden könnt ihr das dann auch machen, wenn ihr die gut kennt, dann ja, Otsukare. Ja, aber wenn ihr im Praktikum seid oder so, nehmt lieber die längere Form. Es gibt dann noch Otsukaresama deshita. Otsukaresama deshita ist aber. Ja, ich benutze es in der Arbeit eigentlich nicht. Wo ich es das erste Mal gehört habe und so wie ich es jetzt verstanden habe, deshita ist ja dann die Vergangenheitsform. Und wenn ich jetzt die Arbeit verlasse und andere noch da sitzen und ich sage Otsukaresama des, dann ja, gute Arbeit und so weiter. Wenn ich jetzt aber zusammensitze mit einem Student zum Beispiel und ich zusammen irgendwie für eine Prüfung lerne und wir schließen das beide ab, also beide hören auf zu arbeiten. Das hatte ich nämlich dann auch schon mal. Dann hat er mal gemeint, Otsukaresama deshita. Also so quasi gute Arbeit und wir haben das beide abgeschlossen. So würde ich es dann anwenden. Genau. Wo ich es dann auch gehört habe, ist, als ich nach Hause gekommen bin nach meinem ersten Arbeitstag, da hat dann meine Mitbewohnerin gesagt, oh, first day, Otsukaresama des. Also so, Mensch, warst du fleißig, so können wir es vielleicht auch übersetzen. Genau. Ja, Konnichiwa, aber ja, hallo, Konnichiwa, aber benutze ich eigentlich gar nicht so oft, muss ich sagen. Sehr oft benutze ich Sumimasen, also sorry. Also ich würde es auch echt mit sorry, also Entschuldigung ist es ja, aber so wie wir, das sorry ist ja eher so ein bisschen beiläufiger. Also es ist nicht total, oh mein Gott, Entschuldigung, sondern eher so, oh, sorry. Sumimasen, Sumimasen. Also man hört es auch oft in Japan und man wird es auch selber sehr oft gebrauchen. Wenn sich bei dir jemand entschuldigt, kannst du auch sagen, daijoubu desu. Ist schon okay, passt schon, okay, alles in Ordnung.
Und ich habe am Anfang, als ich hierher gekommen bin, hatte ich gelernt die Wörter Mondai Arimasen, kein Problem. Und ich hatte das auch dann erst so angewendet, also so, wenn jemand sich entschuldigt, so, ah, Mondai Arimasen. Meine Kollegin meinte aber, das sagt man eher weniger, so mit, ja, also normalerweise ist es dann Daijoubu desu. Genau, benutzt man eigentlich schon oft. Benutze ich schon oft, ja. Oh, Daijoubu desu. Heute zum Beispiel habe ich mir einen Kaffee bestellt und wollte noch so ein Sandwich dazu. Und das war aber, die hatten keine Sandwiches mehr. Und dann meinte sie, oh, Sumimasen. Und ich habe dann, oh, Daijoubu desu. Also, das ist dann so der Fall, wo man es anwenden würde auch. Also ein Beispiel. Was ich oft gebrauche, weil wenn ich in der Mittagspause einkaufen gehe, damit man bekommt halt für alles eine Tüte. Das ist halt echt extrem hier. Für alles bekommt man irgendwie so eine Plastiktüte nachgeschmissen. Und dann muss man auch echt schnell genug sein und sagen, was man keine braucht. Also ich sage dann immer, Fukuro irimasen. Also Fukuro ist Tüte, Beutel. Irimasen brauche ich nicht. I don't need. Meine Kollegin, also die Maki, ich sage immer meine Kollegin, Maki hat mir erklärt, also irimasen, I don't need, kommt von irimas, die höfliche Form von ich brauche. Und das Grundverb ist iru, also I need, ich brauche. Also sie erklärt es mir auf Englisch, deswegen habe ich immer need im Kopf statt brauchen. Ach ja, und wenn man an der Kasse ist, nicht wundern, man wird dann oft gefragt, Pontocado, ob man eine Punktekarte hat. Gibt es auch für alles, gibt es eine Punktekarte? Pontocado. Und dann, no. Also man kann auch no, no sagen und nicht unbedingt jetzt nur ihr oder so. Sagt man eigentlich dann selten. Also man kann es schon sagen, aber meine Kollegin meinte auch, ja, man kann auch einfach no sagen. Sagen auch viele Japaner. Genau. Dann, wenn wir in der Pause sind, wir sagen es nicht immer, aber wenn wir dann wirklich mal zusammen anfangen zu essen und nicht jeder mal da rumläuft und da rumläuft, dann sagen wir Itadakimasu, also einen guten Appetit. Direkt übersetzt ist es, ich empfange in Demut. Ja, aber ist halt eben wie bei uns das Bon Appetit, guten Appetit. Itadakimasu. Und genau, wenn ich zu Hause ankomme, dann rufe ich in die Wohnung. Tadaima! Bin wieder da. Bin wieder zurück. Und wenn meine Mitbewohner da sind, dann würden sie sagen, Okaeri! Okaeri! genau. Oft natürlich auch Danke, Arigato gozaimasu. Es gibt ja auch die lange Form, Domo arigato gozaimasu. Verwende ich selten. Ich bilde mir auch ein, dass ich es selten höre. Also ich höre meistens dann Arigato, Arigato gozaimasu. Also Arigato gozaimasu. Und ja, das benutzt man oft. Also auch auf Arbeit zum Beispiel, wenn ich halt irgendeinen Job erledige, dann auch, oder wenn ich halt mir was erklärt wird und ich soll was machen, Arbeit abnehmen, dann auch Arigato gozaimasu. Und dann kann man auch sagen, also jetzt nicht nur Daijoubu, ja, passt schon, mache ich, sondern man kann dann auch sagen, Doidashimashite, gern geschehen. Also, wenn man halt eine Arbeit gemacht hat, dann Doidashimashite, gern geschehen. Nicht nur halt Daijoubu. Ja, ach ja, ich verwende auch oft Wakarimasu, beziehungsweise, ja, Wakarimasen, verstehe ich nicht. Wakarimasen. I don't understand, I don't know. Und ja, wakarimasu, verstehe ich. Wobei ich auf Arbeit immer benutze wakarimashita. Weil es ist höflicher. Also man sagt es auf jeden Fall zu einem Vorgesetzten. Also wenn jemand höher gestellt ist, dann auf jeden Fall wakarimashita. Also es ist höflicher. Und also wenn ihr irgendwie im Praktikum seid, irgendwo arbeitet oder ja, was weiß ich, mit eurem Sensei spricht, mit eurem Lehrer, dann vielleicht eher wakarimashita. Also ich weiß nicht, wie es in der Schule ist, weil ich nicht hier auf der Schule bin, aber auf jeden Fall ist es die höflichere Variante und das seid ihr wahrscheinlich auch auf der sicheren Seite.
Also auf der Arbeit zum Beispiel, mir erklärt jemand, kannst du bitte das so und so machen? Dann sage ich, mach gerade mal da. Okay, habe ich verstanden. Verstanden. Wie bei uns. Verstanden, mache ich. Genau. Es ist höflicher. Ja, was man auch oft mal benutzt auf Arbeit, wenn jemand müde aussieht, dann fragt man auch mal, Skarimashtaka? Müde? Bist du müde? Skarimashtaka? Und was wir in letzter Zeit ziemlich oft benutzt haben, also es ist natürlich hier wärmer als in Deutschland, aber es gibt durchaus auch mal so kalte, windige Tage. Also vor allem der Wind ist hier eigentlich kalt, ansonsten ist es hier auch immer sehr sonnig. Und sobald wir dann rausgehen in die Pause, dann fängt man an, oh, Samui, Samui, ne? Kalt, Samui. Und das ne, also ich würde es fast echt sogar übersetzen wie bei uns im Deutschen mit ne. So kalt, ne? Samui, ne? Also dieses ne höre ich oft und das, also ich kann es, also ich, also in meiner Meinung nach kannst du es wirklich mit unserem ne gleichsetzen. Samui, ne? Kalt, ne? Genau. Und man muss aber aufpassen, also Samui ist dann eben das gefühlte Kälte, das Wetter. So, Samui. Wenn ich jetzt aber sagen würde, mein Tee ist kalt, also der Zustand, also dass der Tee kalt ist, dann wäre es halt nicht Samui, sondern dann wäre es Tsumetai. Tsumetai. Und nicht Samui. Und was dann auch so eine Antwort ist, das ist aber nicht nur für Samui, auch für mehrere Sachen. Wenn jemand sagt, Samui, ne? Oder nur Samui, dann könnt ihr auch antworten, Samui, des, ne? Also eigentlich des, ne? Aber man sagt dann so, des, si, Samui, des, ne? Als Antwort so, kalt, ne? Ja, kalt, kalt, ne? So in der Art halt. Also es geht nicht nur für Samui, sondern so alles, diese ganzen, ist so, ne? Ja, ne? Also das verwendet man ziemlich oft. Ja, achso, genau. Naruhodo. Also wenn man was verstanden hat oder sagt, ah, I see, ah, okay, verstehe, hm, dann naruhodo, 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 naruhodo. Also sagt meine Kollegin auch ziemlich oft. Wenn man jemanden kennenlernt, hajimemashite, hajimemashite, aber, also schön, dich kennenzulernen. Ich habe auch in meiner App gelernt, dass die Antwort ist, also dass man sagt, Person 1 sagt, hajimemashite, Person 2, hajimemashite, dozo yoroshiku. Aber eigentlich sagen die meisten nur, hajimemashite, hajimemashite, also jetzt nicht unbedingt noch was hinten dran. Und dieses yoroshiku, also yoroshiku, ist dann eher später, wenn man sagt so, ja, wie soll man es übersetzen, so auf gute Arbeit irgendwie oder gute Zusammenarbeit. Ich glaube, sogar direkt übersetzt ist yoroshiku onegaishimasu, behandle mich gut, auf gute Arbeit, so in der Art. Das würde man vielleicht dann später sagen, so hajimemashite, hajimemashite, ja, und dann yoroshiku onegaishimasu, auf gute Arbeit, Zusammenarbeit. Yo, hajimemashite, yoroshiku. Ah ja, was ich noch benutze, also ist jetzt nicht die höflichste Form, verwende ich jetzt auch nicht in der Arbeit, sondern irgendwie eher, wenn es so eine lockere Situation ist, mit Freunden so, oh, matte, matte, oh, chotto matte, warte, warte. Ist auch irgendwie ähnlich zu unserem Warte, deswegen ist es voll cool zu merken. So, warte, warte, matte, matte, chotto matte, Moment, chotto matte, chotto, also ein bisschen kleiner Moment, so one second, kleiner Moment. Ja, höflicher wäre halt dann vielleicht chotto matte kudasai, bitte. Aber ich verwende oft, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, einfach nur matte, matte, chotto matte. Aber halt jetzt nicht als nicht im Förmlichen, also jetzt nicht in, auf der Arbeit oder so. Jo, dann sugoi. Ja, kennt man ja auch. Also super, cool, toll, wow. Sugoi, suge wird auch gehen, aber suge ist halt auch eher so ein bisschen suge. Also vielleicht besser, wenn man sagt sugoi, oh sugoi, sugoi, ne? Ma, toll,
Spaß, sugoi. Ach ja, und es ist auch immer gut, wenn ihr irgendwie sugoi. Also es wird immer viel so O und A dran gehängt. Oh, sugoi. Ja, oyasumi nasai, gute Nacht, oyasumi nasai. Wobei es auch seltener jetzt ist hier. Also wenn wir uns gerade sehen, bevor wir zu Bett gehen, also hier in der WG, dann sagen wir es schon. Aber wenn jeder so sein eigenes Ding macht über den Tag, dann sagt man es eigentlich auch seltener. Also oyasumi nasai oder nur oyasumi. Also letztens hat meine Mitbewohnerin auch zu mir nur oyasumi gesagt. Ja, was ich oft auf der Arbeit höre und selber auch gerne mal verwende, ist Musukashi, ne? Schwierig, ja, ist schwer. Ja, nicht so leicht. Musukashi, ne? Da haben wir wieder das ne? Könnte man auch wieder sagen, Musukashi, das ne? Das ne? Ja, auch ganz oft. Vor allem, also ihr kennt es natürlich, kawaii. Süß, putzig, oh, kawaii. Das benutzen halt Japaner extrem oft. Auch nicht nur für Tiere, sondern halt auch für Menschen. Also ich war auch mal bei einem Meetup und auch Leute, die ich noch nie vorher gesehen habe, und ich sitze da, unterhalte mich und auf einmal steht eine nebenan, kawaii, sagt zu mir kawaii, und man sitzt dann erst so da so, ja. Ich bin kein Tier, aber danke, ich nehm's jetzt mal als Kompliment. Also, ja, es wird hier extrem oft benutzt. Kawaii, oh, kawaii, ne? Also die ganze Zeit. Und vor allem in Nara, beim Sightseeing, wenn dann die ganzen kleinen Hirsche da rumlaufen, die sind echt putzig und da hört man es auch die ganze Zeit. Kawaii, oh, kawaii. Genau. Ja, so viel dazu zu meiner Liste. Ach ja, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, und zwar, also Fragen im Japanischen sind ja grundsätzlich mit ka am Schluss. Also zum Beispiel, daijoubu desu ka? Bist du in Ordnung? Ist alles okay mit dir? Daijoubu desu ka? Man kann aber auch, so ist es ja im Deutschen auch, wenn man jetzt nicht einen Fragesatz hat oder so, ein Wort so betonen, dass es also wie eine Frage klingt. Und das funktioniert im Japanischen auch. Also statt daijoubu desu ka? Kann ich auch nur sagen, daijoubu? Also dann zieht er halt am Schluss einfach das Wort länger oder halt wie ein Fragewort eben. Also daijoubu? Alles okay? Daijoubu? Alles okay mit dir? Genau. Ja. Ja, vielleicht noch. Wie war das nochmal? Was war das nochmal? Wenn dir was nicht einfällt oder so, dann. Es wird auch nur so gehaucht. Nein, man sagt schon mal Nandake, aber oft höre ich es eher so im Zusammenhang, wenn jemand so am Überlegen ist und dann so, ah, wie war das nochmal? Wie war es nochmal? Nandake. Genau, das hört man noch oft. Ja, gibt auch sicher noch viel mehr Wörter, aber das sind jetzt auf jeden Fall die ich echt oft benutze und höre und ja. Genau. Ja, das Video war jetzt echt lang, aber ich hoffe, es interessiert euch oder hat euch irgendwie geholfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Comments. Und ja, genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi!